Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die FIA hat heute das Reglement für die kommende Saison bekannt gegeben. Viel wird aus sportlicher und technischer Sicht nicht verändert, das folgt erst 2021. Für alle diejenigen von euch, die den Vorschlag mit dem letzten Qualifikationsabschnitt Q4 gut fanden und hoffen, dass der sich durchsetzt, vergesst es. Es wurde sich dagegen entschieden. Die Mittelfeldteams hätten dadurch keine Chance und die Kosten wären auch zu hoch. Im Bereich des sportlichen Reglements kommt es zu folgenden Änderungen. Die Sperrstunde beträgt dann 9 statt 8 Stunden. Diese hat man 2010 eingeführt, um Kosten zu sparen und indirekt kleine Teams zu helfen, aber vor allem um die Mechaniker der jeweiligen Teams zu entlasten. Diese gilt aber nur am Freitag. Bei den Listed Parts gibt es ebenfalls Änderungen. Das ist die Liste, in der die Teile angegeben werden, die ein Formel-1-Team selbst entwickeln und herstellen muss, um als Konstrukteur zu gelten. 2020 zählen das Monocoque, die vordere Crashstruktur, die Bremsbelüftungen und die Aerodynamik dazu. Im Bereich des CFD-Abschnittes soll es keine Extrakapazitäten mehr für die Teams geben, da sie 2021 komplett entfallen. Im Bereich des technischen Reglements kommt es zu folgenden, wenn auch nur kleinen Änderungen. Das Benzinvolumen außerhalb des Monocoques darf jetzt nicht mehr 2 Liter betragen, sondern nur noch 0,25 Liter. Auch die Öltanks werden verkleinert. Beschränkung auf 2,5 Liter und es darf nur noch einen Zusatztank neben dem Haupttank geben. Bei den Frontflügeln gibt es nur kleinere Nachbesserungen an den Profilen und an den Endplatten. An der Kupplung soll sich ebenfalls etwas ändern, denn weitere Einschränkungen wird es beim Kupplungsmapping und bei der Geometrie der Kupplungswippen geben. Last but not least soll es Veränderungen am Bodywork vor der Hinterachse geben. Die Fahrwerksachsenwinkel sowie die Bremsbelüftungen und Rückspiegel werden weiterhin eingeschränkt. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert ihr auch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.